Ich glaube, der Hauptgang kommt gut an. Ich habe Heiko gesehen, wie er alles just in time produziert hat. Ja. Ich war am Pass, die Teller waren heiß, das Fleisch kam heiß auf den Teller. Ich bin sehr zuversichtlich. Was erwartest du, Kai? Ich gehe jetzt in meinen Hauptgang ein bisschen skeptisch rein, weil ich mir jetzt auf einmal nicht mehr ganz so sicher bin, dass Heiko Linsen, Spätzle und Rotbarbe so auf den Punkt zusammenbringt. Aber das ist doch das Geilste, ne? Da bestellt einer, weil er neugierig geworden ist, eine Kombi, wo er eigentlich im Kopf denkt, das passt doch nicht zusammen, das kenne ich gar nicht. Guten Appetit. Also, ich will jetzt richtig gute Gesichter sehen. So, letzter Tag. Ah. Die Mitstreiter nehmen die Gerichte in die Grillzange. Kai, fang an. Männer, ich habe die gegrillte Rotbarbe mit Linsen und Spätzle. Also das ist für mich hier ein totales, wildes Crossover. Konnte ich mir so nicht vorstellen. Deswegen habe ich gedacht, ich probiere das mal aus. Kai prüft ja heute sehr genau, ob der Koch seine Hausaufgaben gemacht hat. Gegrillte Rotbarbe, was soll da schiefgegangen sein? Also ich glaube, das ist alles perfekt. Kann der kritische Kochlehrer das bestätigen? Die experimentelle Beilage ist ihm irgendwie nicht geheuer. Passt tatsächlich zusammen, hätte ich nicht gedacht. Die Spätzle, die sind genauso, wie sie sein müssen. Und zwar werden die immer in der Pfanne mit einem Stück Butter durchgeschwenkt, dürfen keine Farbe haben. Die werden wirklich bloß in der Butter erwärmt. Das hat er genauso gemacht, wie sie es gehört. Die Linsen, schöne kleine Säurenote, hat er perfekt gemacht. Und dann habe ich hier noch meine Rotbarbe. Die war ja gegrillt, also ich hatte auch das Grillaroma dabei. Schön zart, saftig. Das hat er gut hinbekommen. Muss ich auch sagen, hab ich sogar gesehen. Ne? Und das ist gar nicht einfach bei der Rotbarbe. Ne? Das ist so kleine Filets, ne? So dick nur. Ne? Steakhouse-Chef Mostafa wirft ein besonders kritisches Auge auf das Ribeye. Ist es gelungen? Ich habe ihn Medium bestellt. Wie ihr alle sehen könnt, ist es auch auf Punkt genau Medium angekommen. Ja, das finde ich auch sehr cool. Auf meinem Steak befand sich eine sehr gute Steakpfeffermischung. Das macht Heiko selbst, hatte uns vorhin gezeigt. Schmeckt nach Grill auch. Ja, obwohl das eine Elektrogrill ist, habe ich aber durch die Spirale und Schlange, ich sehe das erstmal, dass es gegrillt ist. Es hat zwar nicht, sagen wir mal so, diese Holzraucharoma wie bei dir. Ist aber auch anderes Gerät, ein bisschen alles anders. Klar. Aber ich finde, für die Bedienung und für die Geräte, die die haben, haben sie das sehr gut gemacht. Das ist auch eine Sache von Erfahrung, wann man das aus dem Computer einfach rausholt, wie doll man das am Ende scharf grillt. Und ja, geiler Typ. Die Pfefferrahmsoße. Cognac-Pfefferrahmsoße, genau. Ist sehr lecker, ist nicht dominant, ist vom Geschmack her ganz gut, hat einen leicht scharfen Abgang. Mehr geht nicht. Na, ihr? Ich fange einfach an. Mein Fleisch? Sehr gut. Damit habt ihr für mich ein Grillthema erreicht. Cool. Super. Das ist ein Lob. Ja. Dankeschön. Yes. Dafür, dass wir kein ausgesprochenes Grillrestaurant sind, aber einige Grillgerichte haben, haben wir uns heute mehr als wacker geschlagen, oder? Ich glaube auch, dass Mo sein Fleisch so gelobt hat, das ist schon für so einen echten Fleischkenner schon echt. Da freuen wir uns ganz besonders drüber. Ich habe mir den Lammrücken bestellt. Mir hat das sehr gut geschmeckt. Das Einzige, was ich bemängeln, ist das falsch gesagt. Ihr seht ja, das ist wunderbar rosa. Du hast das sehr schön angerichtet. Bloß ich denke, das stand 30 Sekunden zu lange unter dem Pass. Er war noch rosa innen drin und somit ist das für mich auch okay. Ja, am Rand ist er immer ein bisschen grau, weil da kommt die Hitze von außen. Das ist normal. Aber das ist jetzt Meckern auf. Hohem Niveau meinst du? Vielen Dank. Würdest du immer wieder bestellen. Ja, Patrick. Weißt du was? Der Patrick denkt jetzt gerade mit der Gabel. Was rede ich eigentlich? So Blödsinn. Eigentlich ist es super. Das freut uns sehr. Ja? Ja, wir sind zufrieden, denke ich mal. Ne? Vielen Dank. Was heißt das jetzt eigentlich? Wir brauchen uns keinen Grill, um 12.000 Euro zu kaufen, sondern wir kaufen uns einen um 3,8 Elektro. Oder wie? Anscheinend. Grill Spezial hat hier und zeigt uns völlig neue Seiten. Da gehen wir noch mal richtig Gas. Wir machen alle unsere Desserts selber. Das wird knallen. Ja.
In der Hamburger Pulvermühle verschießt Küchenmeister Heiko jetzt seine letzten Pulver. Kakaopulver und so. So, Heiko, da bin ich wieder. Sei gegrüßt, du. Wir wollen gerade ein bisschen Eis machen hier. Ja, das ist auch zufällig mein Dessert. Super, ja. Freut mich. Da kannst du mir gleich helfen. Was machst du für ein Eis? Ich mache ein Schokoeis. Das ganz normale Creme-Eis. Ja. Die Basis. Und dann mache ich erstmal Milch hier rein. Also, das finde ich jetzt schon überraschend, dass hier das Eis selber gemacht wird. Ne? Wir reden hier von einem Haus mit richtig vielen Sitzplätzen. Das ist schon auch ein Alleinstellungsmerkmal. Ne? Vanille habe ich hier. Einmal ein bisschen auskratzen. Ja. Dann mache ich das Ganze hier rein. Und dann wird das Ganze erstmal erhitzt. Jetzt richtig aufgekocht? Ja, ja. Nicht. Also, ich brauche ein bisschen Hitze, damit der Vanillegeschmack erstmal rauskommt, genau. Dass er in die Milch reingeht. Ja. Und dann muss ich natürlich aufpassen, wenn ich das auf das Eigelb drauf mache, dass es nicht zu heiß ist. Genau, sonst gerinnt das. Sonst gerinnt mir das. Wenn es zu viel Hitze bekommt, dann gerinnt ja ein Ei zum Beispiel. Und dann kriegt es so ganz kleine Fäden und schaut aus, als wenn du zu viel Säure in Joghurt reingibst. Ne? Dann bricht das so. Hast du jetzt da frisches Eigelb oder nimmst du pasteurisiertes Eigelb? Ich nehme pasteurisiertes Eigelb. Ich möchte das so haben, weil seit dieser Geschichte mit den Salmonellen arbeite ich nicht mehr sehr gerne mit frischen Eiern. Das ist einfach zu gefährlich geworden. Es gibt heute tolle Produkte. Du kannst das pasteurisiertes Eigelb so kaufen und dann kann dir nichts passieren. Und deswegen machen wir das. So machen wir das bei uns auch. Das pasteurisierte Ei ist eine gute Sache. Weil das Ei wird dann ultra hoch erhitzt und dadurch sterben die Bakterien, die Salmonellen ab. Das ist tatsächlich von der Hygiene, von der Sicherheit sicherlich die beste Variante, wenn du mal so viele Sitzplätze hast. Ja, kommt natürlich gleich die Zucker mit rein. Machst du mit rein? Jo. Zuerst rührt Heiko die Eier und den Zucker glatt. Dann kommt auch gleich die heiße Milch drauf. Nur eben nicht zu heiß, damit die Eier nicht sofort in die Schockstarre fallen. Das machst du direkt auf dem Herd? Ich mach's direkt aus dem Herd. Was bei dieser Sache schiefgehen kann, ist, dass das Ei natürlich gerinnt, dass man dann sozusagen ein süßes Rührei hat. Der Heiko hat das jetzt direkt auf dem Herd gemacht. Mein Tipp ist es, das auf dem Wasserbad zu machen. Da ist nicht so eine direkte Hitze, wie wenn man die Schüssel direkt auf dem Herd drauf stellt. Bist du wasserscheu oder warum nimmst du kein Bad, Heiko? Ich fühle mich wohler, wenn ich es direkt auf dem Herd mache, als dass ich ins Wasserbad reinmache, weil da habe ich mir. Na gut, du hast eine Übung drin, wahrscheinlich. Ich mache das schon seit drei Tagen. Genau. Das ist wohl richtig. Ja, ich spüre das, ich sehe und spüre das, wenn das einfach dicker wird. Es fängt an, dick zu werden und dann höre ich auf damit. Und wenn ich es nicht richtig aufgeschlagen habe oder wenn es nicht richtig heiß ist, dann bildet das nachher Eiskristalle. Das ist nicht sehr schön beim Essen. Ja. Und jetzt machen wir es ins Eis rein. Ja, wunderbar. Und nun kommt auch endlich die Schokolade ins Spiel. Denn es soll ja Schokoeis werden. Jetzt fangen wir an mit der geschlagenen Sahne. Ja. Ich mache das hier auf dem Siphon. Ja. Das ist die einfachste Möglichkeit. Bei der Eisgrundmasse hätte ich jetzt keine geschlagene Sahne untergehoben, sag ich jetzt mal. Aber gut, okay. Mal schauen. Ne? Wir haben ja die besten Tester hier vor Ort. Ne? Du rührst das jetzt extra langsam unter. Ich ziehe die Sahne unter, damit sie mir nicht zerfällt, damit die Luft da drin bleibt. Ja. Ja. Natürlich, die Eismaschine, die wird mir auch ein bisschen Luft rausschlagen, aber ich möchte halt so viel drin behalten wie möglich. Ja, ich freue mich schon tierisch auf mein Eis. Das sah richtig gut aus, was er gemacht hat. So, hier ist unsere Eismaschine. Rühren und kühlen gleichzeitig, das ist ihr Job. Ich liebe Eis. Ich mit Papa aus der Schüssel gegessen. In der alten Fabrik rollen jetzt die Desserts vom Band. Hier kommt der Nachtisch. Patrick freut sich auf die drei Kugeln hausgemachtes Eis. Ex-Animateur Alexis bringt sich mit Apfelstrudel und Vanilleeis in Stimmung. Die Creme Fraiche Sanddornmousse hat Mostafa bestellt. Und Kai prüft die Qualität der Dessertvariation Pulvermühle. Ich muss sagen, mein erster Eindruck. Hola, no hippie. Österreich, oder? Are you ready? Hololo hippie. Hololo hippie. Österreich, ja. Sehr traditionell und typisch und sehr schön. Optisch genial. Genial. Was macht das Dessert mit deinem Gaumen, Mostafa? Piekt dich der Sanddorn? Ich habe die Sanddornmousse bestellt. Es schmeckt mir sehr gut. Also es hat eine doll zitronige Note. Ich selber arbeite mit Sanddorn gar nicht, aber dieses fruchtige, säuerliche ist typisch für Sanddorn. Ne? Dazu habe ich Apfelplätzchen bekommen. Das ist nicht sehr süß und
wenn ich das zusammen mit dem Sanddornmus mixe. Ich würde es gerne wieder bestellen. Man kann damit nichts falsch machen. Ist ganz gut. Kai, du hast die große Auswahl. Was ist denn das alles da auf deinem Teller? Hier ganz links seht ihr das Stracciatella-Eis. Das Eis ist nicht zu süß, was du ja oft heutzutage hast. Ist schön cremig, lecker. Das zweite ist die Creme Brûlée. Man sieht das auch wirklich, also ist voller Konsistenz her echt super. Die Kruste oben drauf ist richtig schön knackig, so wenn du reingehst, knackt. Dann habe ich den Italo-Klassiker Tiramisu so gemacht, wie sie es gehört. Und dann der nächste Italo-Klassiker, Panna Cotta. Erdbeersoße obendrauf. Und passt. Also mit meinem Dessert bin ich absolut zufrieden. Ist das das Happy End oder erleben die Gastgeber doch noch eine herbe Enttäuschung? So, Männer, haben wir euch satt bekommen? Ja, aber hallo. Satt am Musmo? Sehr gut. Man bekommt heutzutage nicht oft noch hausgemachtes Eis. Das hast du wirklich sehr gut gemacht. Keine Kristallstücken dazwischen. Es war sehr cremig, so wie du es mir versprochen hattest. Vielen Dank. Gerne. Freut mich. Mein Eis, das war Zucker. Aus Patricks Mund, weil wir waren gestern bei Patrick und Kai. Ja. Ist ein tolles Lob. Ich bin glücklich darüber. Alexis Strudel schmeckt hoffentlich so gut, wie er aussieht. Ich bin Fan von Strudel. Geschmack ist gut. Fällt ein Tick nur von Zimt. Mit dem Eis dazu passt gut. Es schmeckt sehr gut, hervorragend. Ich bin sehr süß. Und ist sehr süß. Schön, dass es euch geschmeckt hat. Dann kümmern wir uns jetzt um die Rechnung für euch. Schönen Abend noch. Bis gleich. Ich bin sehr happy, was meine Kollegen und meine Mitstreiter heute geleistet haben. Vielen Dank auch an meine Kollegen dafür. Das ist ein tolles Team, super. Also von Ulf, aber eben Heiko auch mit seiner Küchenmannschaft. Großes Kino, gut. Jetzt muss die Pulvermühle nur noch preislich überzeugen. So, meine lieben Jungs, eine schöne Woche ist vorbei. Ich habe hier die Rechnung. Wir wünschen euch einen schönen Abend, vielen Dank. Insgesamt geht es um 12 Gerichte plus Getränke. Wir haben 298,50 Euro. Finde ich nicht viel. Dazu noch wunderschöne Ambiente, gemütliche Sitze, alles gut. 187 Euro für Essen und 111 Euro für Getränke. Ich würde sagen, das geht absolut in Ordnung. Ich glaube, auf jeden Fall. Diese Preise stimmen. Wie gut grillt die Pulvermühle? Die Mitstreiter können dem Team jetzt bis zu 10 Punkte für die Leistung geben. Ich würde Annette und Jörg 10 Punkte geben. Bestnote. Und du, Alexis? 9 Punkte. Kai, Patrick, was gibt ihr? 8 Punkte. 27 Punkte holt die Pulvermühle und kann die alte Schule mit 29 nicht toppen. Es fehlt jetzt nur noch Mikes Wertung. Die Hamburger Grillwoche startete in Mostafas Steak Club. Wirst du Mitglied in dem Club, Mike? Cooler Laden, Konzept und herzlichen Glückwunsch. Man muss sehr mutig sein, dort einen Laden zu machen. Ich denke, dass du noch ein bisschen aufholen kannst im Essen. Du kommst eher aus dem Getränkebereich. Lieber Nille, also wenn auf der Karte steht gegrillter Fisch, dann ist der gegrillt auf dem Grill und nicht die Pfanne, wo der Fisch drin gebraten wird, auf dem Grill stehend. Okay, Punkte für euch. 8. Im Miranda Barbecue wollte Alexis über glühende Kohlen zum Wochensieg sprinten. Du hast auch wirklich ein schönes Restaurant und das Konzept, das gefällt mir. Spanisch, du bist zwar ein bisschen deutscher schon, Gott sei Dank. Aber du als Typ bist eine Granate. Ne? Bei der Vorspeisenrunde, ja, ich kenne sogar die Firma, wo man das Zeugs kauft. Lass es, okay? Von mir 9 Punkte, dein Grill war der Hammer. Kai und Patrick grillen in der alten Schule. Brauchen sie Nachhilfe, Mike? Nix, alte Schule, die ist neu. Und Gott sei Dank gibt es so Typen wie dich, / euch alle auf dem Land. Ganz, ganz großes Kino, okay? Mein Steak, puristisch auf dem Teller, klasse. Und dieses Tiefstapeln, das Bescheidene, das steht euch richtig gut. Das heißt, 10 Punkte. Daumen hoch. Die Pulvermühle hat einen Elektrogrill. Sinnvoll oder unauthentisch?
Die Pulvermühle ist ein Hammerladen. Ihr habt euch toll geschlagen. Dafür, dass ihr operativ gar nicht am Gast dran seid, ganz, ganz klasse. Annette, top Einrichtung. Essen war richtig lecker. Auf der einen Seite hatte ich es ein bisschen durch, ja. Aber ihr müsst euch einen richtigen Grill besorgen. Da bin ich fest der Meinung. Und dann ist prima. Alles andere spitze. 8 Punkte für heute. Wer gewinnt die Hamburger Grill Challenge? Es ist mit 39 von 40 möglichen Punkten die alte Schule Sieg. 1 setzen. Glückwunsch.